Max gibt bei Jelitz Cook, Yannick ist eifersüchtig. Da ist die Eifersucht groß. Jelitz Cook, 29, sucht derzeit in der Reality-TV-Show Meg Löff. Felix Löff ihre große Liebe. Die Herausforderung, sie muss erkennen, welche Männer vergeben und welche Single sind. Bereits von Beginn an bahnte sich zwischen ihr und Yannick Kontalis offensichtlich etwas an. Aber auch zwischen Max Bornmann und der Influencerin ist durchaus eine Verbindung zu spüren. In der vergangenen Folge durfte dieser sie wieder einmal in ihr Zimmer tragen. Davon war Yannick so gar nicht begeistert. Du kleines Arschloch, Junge. Ich hab dich im Spiegel gesehen. Das machst du nicht jede Nacht. Eine Bombe gebe ich dir, ließ Yannick gegenüber den anderen Kandidaten verlauten. Nachdem Jelitz Max sogar gebeten hat, ihn in ihr Zimmer zu tragen. Die anderen Männer scheinen da keine Konkurrenz für Yannick zu sein. Doch jedes Mal, wenn die Ex-Freundin von Jimmy Blue Ochsenknecht, 31, mit Max alleine ist, scheint die Eifersucht mit ihm durchzugehen. Gestern war noch alles gut. Wir sahen aus wie ein Pärchen, denkt Yannick an die schönen Momente mit seiner Angebeteten. Yannicks Gefühle zu Jelitz sind schon deutlich zu spüren und das hat er in der vergangenen Folge auch schon deutlich gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ich sage es dir, ich glaube. Ich bin verliebt, beichtete er in einem Einzelinterview. Soad mire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capăt rupte. Tobele bat cu inima deodată. Nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia paralizată.